herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind am Bike Festival in Riva und wollen euch Neuheiten vorstellen. Dazu gehen wir ein bisschen durch und befragen die Firmen einzeln. Also teilweise auf eure Fragen eingehen natürlich, wenn wir da welche gestellt bekommen haben. Und ansonsten einfach Neuheiten, was es gerade alles Neues gibt. Unter anderem gehen wir auch darauf ein, warum die Schwalbereifen schwerer vom Rad runtergehen, also vom Laufrad, von der Felge. Und was es bei den Pedalen so Neues gibt. Außerdem stellen wir euch neue Komponenten vor, ein neues Tragesystem für einen Rucksack, zeigen euch natürlich einen der Show-Acts und nehmen euch noch ein bisschen mit übers Gelände und zeigen euch die neuen Sachen von Alpina, Brillen sowie Helme. Juhu, genau, das wird mega cool, bleibt definitiv dran, weil es geben noch ein paar geile Highlights, die wir noch nicht ganz verraten. Oh ja, und wenn ihr uns jetzt sehen könntet, Nico ist unten, der macht gerade Kaffee ausnahmsweise und ich hänge noch oben im Bettchen beim Schneiden. Er darf das sonst nie, weil ich liebe Kaffee machen im Bus. Das ist ganz was Besonderes. Was wird hier gehen? Servus zusammen, ich bin die Nina von Esquilab. Wir sind hier gerade in Riva auf dem Bike Festival endlich wieder und ich möchte euch unser ganz besonderes Produkt vorstellen, was wir hier zeigen, und zwar den brandneuen 6OX Infinergy. Das ist unser kleines Projekt. Der Sattel ist der erste Sattel von uns, der komplett made in Germany ist und darauf wollten wir auch Wert legen. Der Sattel ist mit einem ganz besonderen Material ausgestattet. Das kennt man vielleicht von einem bekannten Laufschuhhersteller. Das ist das BASF Infinergy Material. Das hat ganz besondere Komforteigenschaften und Rückstellkräfte, das heißt, es bringt den Komfort nochmal auf ein vollkommen neues Level. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, den mal auszuprobieren. Zusätzlich ist der Sattel nur an den wichtigen Stellen mit Tapes beklebt, da das Material eben so robust ist, weil es eigentlich für Schuhsohlen hergestellt wurde, dass es eben keinen vollen Bezug braucht. Der Sattel ist auch wie alle unsere Sättel in 4 verschiedenen Breiten erhältlich und zusätzlich noch mit unserem neuen Active-System ausgestattet. Das ist nochmal ein bisschen leichtgängiger und stärker und kann dadurch den Rücken auf langen Touren mobilisieren. Das ist ein perfekter Sattel fürs Enduro-Bike, fürs E-Bike, für lange Touren und auch auf Trails. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier mal zu testen. Ja, servus zusammen am Stand von Deuter hier am Riva Bike Festival 2022. Endlich mal wieder Bike Festival. Wir sind froh, dass wir mal wieder da sein dürfen. Und ich möchte euch den neuen Attack vorstellen, der neue Protector-Rucksack mit einem mehrschlagtauglichen Protector-Schaum. Ich habe den hier mal dabei, ein Sustec-Schaum, wo man eben drauffallen kann, so oft wie man will, der geht nie kaputt. Und wir haben ein besonderes Feature in dem Rucksack drinnen, und zwar gibt es hier hinten einen sogenannten Tragesupport. Man kann hier die Lage für Stellriemen aufmachen, wenn man das Fahrrad mal tragen muss. Dann kann man das Fahrrad hier hinten reinlegen, da ist so Gummierung drauf, wo das Fahrrad dann entsprechend auch nicht rutscht. Und das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Den Hüftgurt schön fest, machen oben den Brustgurt zu und dann nehmen wir unser Fahrrad. Über die Schulter und lassen das da hinten reinfallen und können dann völlig hands-free spazieren gehen, können uns bewegen und das Fahrrad liegt einfach da hinten auf dem Rucksack oben drauf. Das ist uns jetzt beim Durchschlendern aufgefallen und das ist wirklich etwas, was wir dauernd gefragt werden, warum wir noch Quickies fahren, warum wir keine Flats fahren, und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht für euch sehr interessant ist, weil das natürlich viele Vorteile von den Quickies mit Flatpedals vereint. Servus, wir sind die Firma MacPad, magnetische Sicherheitspedale, uns gibt es seit circa 3 Jahren inzwischen. Wir verkaufen weltweit, einer der größten Märkte Deutschland. Was ich hier in der Hand habe, ist ein typisches Standard-Mountainbike-Pedal in der einfachsten Variante, wie wir sie anbieten, mit relativ starken Magneten. Zugkraft in dem Fall bis zu 38 Kilo, aber der Trick an der Sache, die Magnetkraft ausgerichtet nach oben, das heißt Ablösung bei Aufkanten, Wegziehen jederzeit ganz leicht möglich. Damit vom Verletzungsrisiko extrem gering, haben wir überhaupt keine Probleme. Das ist ein Standardpedal, wir haben andere Varianten. Wenn ich ganz kurz darf. Das wäre zum Beispiel unser typisches Downhill- und Enduro-Pedal. Ist von der Bauweise robuster, etwas schwerer, hat aber dafür beidseitige Magnete.
hat aber dafür beidseitige Magnete, das heißt für technische Abfahrten, aber auch Abhillfahrten ist es sozusagen ideal zum schnellen Auf- und Absteigen. Das Ganze gibt es auch noch mit optionalen Positionsplatten, wo man zusätzlich punktgenau anklicken kann. Ja. Hi, willkommen am Excel-Stand. Wir präsentieren euch heute den neuen DHR2. DHR2 gibt es ja schon ungefähr seit 10 Jahren. Wir haben ihn jetzt nur in einer absolut neuen Version. Tubeless Ready mit DH-Karkasse und mit einer harten Mischung. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Bikepark geht oder eine lange E-Bike-Tour macht oder ein paar Tage einfach in Saalbach oder sonst in einer Bike-Destination seid, dass euch der Reifen nicht nach anderthalb Tagen oder so bremsen flöten geht, sondern dass der wirklich super lange hält. Gibt es vorerst nur eine Drahtversion. Gewicht liegt ungefähr bei 1300 Gramm, 1320 Gramm. Und wie gesagt, ist tubeless ready und extrem lange haltbar. Also die Mischung selber ist im Endeffekt eine Dual Compound. Kennt der ein oder andere vielleicht von den Exo-Reifen bisher. Und ja, ist einfach unser neuer Park- oder E-Bike-Reifen. Ja, servus. Ich wollte mal unsere neuen Brillen zeigen. Wir haben dieses Jahr so 3-4 neue Modelle rausgebracht. Das ist einerseits mal die Rocket-Brille mit einem photochromen Glas, das jetzt bei der Sonne natürlich sehr dunkel ist, aber bei schlechtem Wetter auch sehr hell wird. Sehr innovative Form, die man fast nicht groß bei anderen Marken sieht und recht tiefen Bügel und nicht so einen hohen Bügel wie bei normalen Brillen. Die gibt es dann auch noch mit einem extrem hohen Glas für die Bold-Version, für sehr große Gesichter. Dann haben wir unsere Ram-Brille, die es auch entweder mit einem Kontrastverstärken gibt oder auch als Halbrahmen mit Varoflex, also photochromen Gläsern, verschiedene Farbausführungen. Und auf der anderen Seite haben wir noch neue Modelle. Das wäre dann, hier haben wir die Modelle Hawkeye, auch mit Quadroflex, Varoflex, Kontrastverstärkung und Varoflexglas, auch in verschiedenen Farbversionen und das gleiche auch noch für schmälere Damenköpfe mit einem etwas schmaleren Rahmen, wo dann auch gut zu sehen ist, wenn man hier ein bisschen drauf schaut, sieht man, ein paar Sachen waren im Schatten, ein paar Sachen waren in der Sonne. Da sieht man genau unter diesen Varoflex und genau, und das letzte Modell ist dann noch die Bonfire, eine klassische Sportbrille, jetzt ohne große Technologie, Kontrastverstärkung ist auch drin. Ist eine schlichte Form, aber gefällt recht vielen Leuten momentan, wird gut angenommen vom Markt, also sind so die neuen Brillen. Zu unseren Helmen. Wir haben jetzt ein bisschen aufgestockt, jetzt haben wir auch inzwischen einen neuen Fullface-Helm, das ist so ein Enduro-Fullface, der sehr leicht ist, ziemlich viel Belüftung vorne, vom Gewicht her wirklich um einiges leichter als viele andere Fullface-Helme. Dann haben wir den Routage Evo, so ein Jet-Helm, der so ähnlich ist wie der Fox Drop Frame, muss ich sagen, der aber wirklich auch sehr gut ankommt mit dem verstärkten Seitenschutz. Sehr gute Belüftung hier vorne auch, man denkt irgendwie, der wird zu warm werden, aber durch die ganzen Lüftungsschlitze merkst du es eigentlich gar nicht, dass du ihn aufhast, weil er auch noch sehr leicht ist und eben diesen seitlichen Aufprallschutz bietet. Dann haben wir den Routage hier, der klassische Helm, den wir schon ein paar Jahre im System haben, mit dem extra Carbon oben, der ein bisschen die punktuellen Aufschläge, genau, sehr gut, die punktuellen Aufschläge etwas besser verteilt. Den kleinen Bruder, den Comox, der das gleiche Modell ist wie der, nur ohne Carbon oben drauf. Und dann ein neues Modell noch, das ist der Stan Mips, wo wir jetzt auch nicht die klassische gelbe Mips haben, sondern eine schwarze Mips-Schale eingebaut haben. Das nicht mehr so krass ins Auge sticht, weil es doch bei manchen Farbkombinationen dann ein bisschen gewagt ist, sag ich mal. Aber eben, jetzt haben wir mehrere Modelle mit Mips. Das ist diese extra Schale, die hier im Helm eingebaut ist, die gerade bei Rotationsschlägen, also was die Kopfhaut ja auch macht, wenn du den Helm erfasst, die Kopfhaut bewegt sich immer ein bisschen. Und das ist auch schon mal der erste Schutz für so Rotationseinschläge, dass du, wenn du seitlich aufschießt und die Haare nicht am Helm hängen bleiben, sondern der Kopf sich ein bisschen mehr bewegt. Und Mips hat in dem Fall eben noch diese extra Schicht zwischen Helm und Kopf, dass sich noch bewegt und eben noch ein bisschen mehr diese Rotationsbewegung beim Sturz auffängt und dich noch besser schützt. Ah, servus, der Dennis von E13 hier. Kleine Show, unsere Highlights, was wir so haben. Farben spielen eine große Rolle für 2022 bei uns. Wir haben neben dem neutralen Grau, Bronze, Orange, Lila oder Eggblend und auch eine hochwertige PVD-Beschichtung, heißt bei uns Intergalactic. Schön tiefblau, geht teilweise ins Lila und ins Gold über. Gibt es bei uns bei den Helix-Kassetten, bei den neuen, FW12-fach.
Kettenblätter für SRAM-Kurbeln und unsere TRS LG One, die neue Helix-Kurbel. Alles in denselben Farben. Vorbauten ist das gleiche, neben Schwarz jetzt auch in Orange, Bronze, Lila und Intergalactic. Und auch bei den neuen Quickfill-Ventilen. Das haben wir vor kurzem vorgestellt. Da geht es darum, dass wir einfach das Tubeless-Setup einfacher machen wollen. Das ist ein Ventil, ein zweiteiliges Ventil, hat eine große Öffnung mit 4 mm Durchlass. Zum nachträglichen Einfüllen von Dichtmilch super geeignet, eben auch in den klassischen Farben. Hey zusammen, ich bin Karl, ich bin Produktmanager und Entwickler bei Schwalbe. Mir wurde gerade die Frage gestellt, warum manche Reifen schwierig von der Felge gehen. Und mal ganz speziell jetzt hier am Beispiel von einem Super Gravity Reifen, liegt es vor allen Dingen daran, dass die Reifen bewusst so designt sind, dass sie auf der Felge sehr gut halten. Weil was ihr nicht wollt mit diesen Reifen ist, dass ihr euch bei einer schnellen Kurvenfahrt von der Felge fliegt. Also da sind sowohl Felgenhersteller als auch Reifenhersteller groß interessiert. Geht ihr jetzt zum Beispiel auf eine leichtere Karkasse, wie zum Beispiel Super Trail, Super Ground, wird das Ganze auch viel einfacher. Also da ist der Fit dann nicht so tight und dann kriegt ihr den Reifen auch leichter nochmal runter. Wir zeigen euch aber trotzdem nochmal irgendwann ein paar Tricks und Tipps, wie ihr auf Natur einen Reifen trotzdem von der Felge bekommt. Hallo, ich bin der Alex von Bike Groovy. Wir sind ein österreichischer Betrieb und wir stellen seit 2 Jahren eine Bike-Waschanlage her, eine ökologische Bike-Waschanlage. Wir arbeiten hier mit sehr geringem Druck, nur mit 7 Bar, nur 1,8 Liter pro Minute, dafür aber mit hoher Temperatur, mit bis zu 65 Grad. Und durch diese hohe Temperatur können wir wunderbar den Schmutz lösen und können so weitgehend auf Reiniger verzichten. Also die Dosierung mit Reiniger ist sehr, sehr gering. In der Anlage haben wir hier unten einen Ölabscheider eingebaut und auch einen Schlammabscheider. Somit ist es möglich, dass wir das Grauwasser direkt in den Kanal einleiten. Reiniger ist natürlich biologisch abbaubar. Und durch den geringen Druck und die geringe Menge ist das Risiko, dass wir Wasser in die Kassette oder in die Lager reindrücken, natürlich sehr gering. Hi, herzlich willkommen am Scott-Stand. Wir stehen hier vor allem unseren neuen Highlights für das Modelljahr 2022. Das komplett neue Spark. Wie man schon sieht, riesen Highlight an dem Bike, dass wir einen Dämpfer am Bike komplett integriert haben. Von allen Umwelteinflüssen geschützt, tieferer Schwerpunkt, super steifes Tretlager, vereint alles in einem super leichten, hochwertigen Trailbike. Wir haben hinten 120 mm Federweg, vorne 130 mm Federweg und in der Tuned-Variante den kompletten Carbonrahmen. Dieses Modell gibt es aber auch im Einstieg im Aluminiumbereich. Gleiche Rahmenplattform, gleiche Features, integrierter Dämpfer etc. Und da wir dann so viele neue Teile und Neuheiten gesehen haben, wurde uns zum Schluss auch noch der Maxxis-Reifen aufgezogen, damit wir heute für die EMTB-Challenge optimal gerüstet sind. Petra muss dann auch gewinnen, hat die Maxxis versprochen, oder? Er hat zumindest gefragt. Ein aufregender Tag am Bike-Festival mit vielen Neuheiten geht zu Ende. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Nico ist gerade meine Pizza. Ich muss mich jetzt beeilen, mich zu verabschieden. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos vom Gardasee, unter anderem die EMTB-Challenge und natürlich auch noch die ein oder andere Tour. Und dann in dem Sinne, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao. Und wenn ihr noch Ideen habt, was wir vielleicht mal für die Zukunft machen sollen, sagt einfach Bescheid oder schreibt es in die Kommentare.